Recht herzlich willkommen zur 227. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, wir waren letztes Mal unterwegs und dann kommen wir hier runter. Kerbal Space Expansion, das ist richtig, da müssen wir hin. Und haben die Kapseln eigentlich näher bringen wollen, fliegen aber gerade so ein bisschen aneinander vorbei. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das irgendwie hinkriegen, dass das nicht passiert. Das sind jetzt 14,6 Kilometer, der da drüben ist. Wir müssten jetzt eigentlich schauen, dass wir das hinkriegen, dass das besser wird. Ach so, ich sehe gerade, wir sind Expansion und Expansion hat keinen Sprit. Wir müssen nicht die Expansion. Wir müssen hier hin. Kommen wir da irgendwie hin? Können wir aber nicht auf diesem Weg. Alles klar, dann wieder raus. Zurück zum Hauptmenü. Nee, Flug wieder aufnehmen. Wir wollen ins Space Center wollen wir ja, ne? Achso, hier. Da war das. Nicht Escape drücken. Escape machst du das Spiel zu Ende, ne? Dann steigst du aus. So, Space Center nochmal. Und es war nicht der unterste Eintrag. So, mal gerade gucken. Kerbin Station Relay, ne? Die heißt nur Kerbin Station, ne? Wo ist denn das Ding? Was ist denn das für ein Symbol hier? Okay, da ist irgendein Zentrum oder sowas, keine Ahnung. Wo ist das Ding denn jetzt? Jetzt finde ich das nicht, ne? War es doch weiter unten? Expansion, ist es nicht. Kerbin, da ist es. So, da müssen wir rein. Ja, Doppelklick hat nicht gefruchtet, sondern wir müssen unten auf den Button gehen. So, jetzt haben wir hier Sprit. Jetzt sind wir hier auf der Position und müssen eigentlich zusehen, dass wir da jetzt näher kommen. Add Manöver und wir wollen jetzt hier so rüber. Ja. Was jetzt passiert, ey? Ach, wir sind hinter dem Punkt gelandet schon. Das war's. Weil wir den Punkt hier zu früh ansetzen. So, Add Manöver. Gib den Mana da und holen jetzt den Fokus nicht da rein, sondern da rein. Nicht die Kamera drehen, sondern die Rakete drehen. Also der kann gleich weg sein, das spielt keine Rolle, ne? Wir holen die Bahn da ja gleich schon rein, wenn wir hier den markiert haben, egal wo. So, da ist schon schön markiert. Können aber auch schon eher brennen, macht gar kein Problem. Also wir sehen wir nichts. Eigentlich sollte der da jetzt funktionieren, tut es aber auch irgendwie nicht so richtig, ne? Macht den weg. Fliegt Retro. Eigentlich hätte der da jetzt reingesollt. Aber, naja. Funktioniert da auch nicht so ganz, ne? Ja. Was passiert jetzt gerade? Da ist ein Interception. Okay, der wird hier sogar noch größer, ist also schlecht, also nicht Retro, sondern normal. Lassen wir ihn umdrehen. Und er ist ausgerichtet und wir machen jetzt hier den andersrum. So.
Hoffen, dass das jetzt einigermaßen passt. Fliegen jetzt natürlich noch näher ran, das ist auch klar. Und zaubern wir jetzt, warte, wir machen mal hier den Marker da dran. Wir sind jetzt auf 14 Kilometer dran. Lassen wir schneller. Wird ja größer, ist klar. Weil der vorausfliegt, sollte aber sich gleich irgendwann wieder ändern. So. Jetzt wird es wieder weniger. Weil wir auf der Innenbahn sind. Diesmal sind wir aber näher dran, denke ich. Und kriegen das besser hin. Ja, jetzt ist es wieder so, er hat es wieder nicht angehalten, doch hat er. Jetzt müssen wir dann nochmal korrigieren da hinten, dass wir das hinkriegen. Würde jetzt sagen, sind noch 5 Kilometer, ne? Schalten wir wieder auf manuell hier. Also wir müssen jetzt gucken, dass wir ja die Flugbahn treffen. Wir gehen noch ein bisschen voraus. Hier wird es aber wieder anders sein. 5 Kilometer Abstand. Tendenz ist näher kommend noch. Ich fliege mal noch ein Stück vor. Ja, der Abstand wird noch kleiner. 5,2. Na, jetzt wieder größer schon. Ja. Wenn wir so brennen, wird das kleiner. Dann wird das da größer. Ist also eher schlechter. Wir sind an der falschen Stelle zum Brennen in dem Sinne. Wie verhält er sich denn zu uns? Das ist die Frage, ne? Da ist noch alles gut. Wir sind voraus, ne? Add Manöver machen wir. Wir müssen dahin. Ja. Dafür müssen wir noch da. Und noch da unten. Bisschen tiefer. So ist erstmal gut. Und können wir dann schon starten. Okay. Können ein bisschen drunter brennen. So. Und den können wir hier entfernen. 6,5. Lass mal schneller fahren. Gucken, was sich ändert. 7, 6, 8. Da hinten ist ja erst die Stelle. Ist denn eine zweite Markierung da? Nein, ne? Dann gehen wir auch nicht drunter. Dann ist das hier die nächste Annäherung, aber mehr auch nicht. Das heißt, wir sind noch verkehrt, können aber hier was ändern. Ne, da nicht so. Da kommt jetzt die zweite Markierung ins Spiel. Und ich möchte, da hinten ist er jetzt, die zweite Markierung.
Das heißt, wo sind wir jetzt hier gerade? So, lassen wir es jetzt mal. Komma 3 und hier die Separation. Ja, dann wollen wir gleich hoffen, dass das passend ist, ne? Müssen wir da mal zum blauen Markierten hin jetzt, ne? Das sieht ja hier eigentlich auch gar nicht verkehrt aus, wo der andere Marker da ist, ne? So. Triebwerk wäre jetzt natürlich besser zu minimieren da. Thrust Limiter. Und wieder da rein. Weil 0,6 ist ja nicht viel, ne? So, bisschen vorspulen. Gut ist. Und jetzt einmal anbrennen und fertig. So, dann können wir die Markierung erstmal entfernen. So, das ist der Abstand. 8, 6 wird noch mehr. Jetzt brennt, würde ich mal sagen, gehen wir mal ein bisschen schneller voran, bis wir hinter diesem Marker kommen und dann wird es ja weniger. 8,4, 7, 6, 5. Ja. Sieht ziemlich gut aus, ne? Was hat er jetzt genommen, ne? Ja. Also wir sind jetzt da außen und fliegen vorbei, kann er sein. Nee. Ist jetzt wieder größer. Wo ist denn die Kehrtwende da hinten? Ja, nützt nix. Flieg da mal hin. Gucken, was er da sagt. Fünf, sechs Kilometer. Bissel viel, ne? Müssen wir hier wieder was machen. Irgendwie klappt das heute ganz schlecht. Und auch der letzte Folge schon, ne, mit dem Einpendeln hier. Add Manöver. Ich glaube, das ist schon so richtig, ne? Geh mal darüber. So. Da ist das schon okay. Und starten das einmal wieder. Mir kommt es vor, als ob wir das hier eigentlich nur reinziehen müssen, ne?
Jetzt. So, und dann müssten wir ihn eigentlich irgendwann treffen. So, jetzt. Hopp. Jetzt sind weniger erstmal. Nee, es wird sogar mehr. 3, 8, 4. Jetzt wird's weniger. Ja. Jetzt holen wir auf. Gut. 3, 2. So, jetzt ist es aber so, dass wir schon wieder vorbei sind, ne? Da hinten kommt der Wechsel. Also das, was wir da gerade zaubern, das ist so gut wie nix, ne? Wo ist denn das Ding? Da. So. Ich glaube, wir müssen jetzt ein bisschen korrigieren und ich mache es jetzt bei Hand, weil ich es irgendwie da noch am besten mit kann. So, weiter rum. Nee, ich wollte noch hoch. Andersrum. Und auf das Ding zu müssen wir auch noch. Also so. Ah, wir kommen näher. Er steht noch nicht. Und wir müssen noch ein bisschen noch da steuern, glaube ich. Und näher ran. So sieht's gut aus. Und jetzt mal hin. Nee, so. Einmal gezielt hin. Ich glaube, so ist schon ganz gut. Jetzt müssen wir es mal andersrum machen hier. Und irgendwann müssen wir ja abbremsen, ne? Und ich glaube, wir müssen noch nach da brennen. So, jetzt ist schon auf 1000 Meter. Weiter runter. So, bei 5 sind wir schon mal ganz gut. Andersrum. Nach unten ein bisschen ausweichen noch. So, näher ran müssen wir aber trotzdem noch. Wir sind zu langsam für näher ran.
Und jetzt nochmal drauf zielen, ne? Bisschen schneller muss es gehen, ne? So, da ist der. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir da hinbrennen müssen, dass es besser wird. Ja. So, jetzt müssen wir nur andersrum machen. Dass wir gleich abbremsen können. Komm schon, wo ist der rote Marker? Da. Ich glaube, so rum ist dann richtig, oder? Dann optimieren wir das Ganze noch. So ist es eigentlich relativ gut. Jetzt lass mal gerade die Zeit ein bisschen vorspringen, dass die hunderte von Metern weniger werden. So, jetzt langsamer. Oh, andersrum. Andersrum. Abbremsen. So. Er wird noch weniger. Ach so, wir müssen ja nicht rüber springen, wir müssen ja docken, fällt mir gerade ein, ne? Das ist ja ein ganz anderes Problem, was wir da noch haben. Das heißt, wir müssen noch gucken, dass der wieder ein bisschen höher kommt. Und dann... gucken wir, wenn wir so sind. Ne, dann... wir kommen... ne, wir fliegen... schon weg. Das heißt, wir müssen schon noch näher ran. Oder? Gestaltet sich gerade etwas schwieriger, aber wir kriegen das schon noch hin. Wir sind auf jeden Fall nahe dran und in einem guten Bereich. Ist jetzt die Frage, ob wir so richtig unterwegs sind. Na, jetzt wird es gerade dunkel. Also wir kommen noch näher. Ja. Sieht gerade optimal eigentlich aus, ne? Ich glaube, wir müssen ein bisschen höher noch ausgleichen. So sieht es gar nicht mehr so schlecht aus, ne? Die 0,2 Meter jetzt. Ja, ich sag mal, wir lassen das mal gerade so stehen, wie es ist, und machen das Andocken in der nächsten Folge. So sieht's doch ganz gut aus. 50 Meter Abstand kriegen wir hin, denke ich mal. Aber das machen wir, wie gesagt, in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch und macht euch die Glocke an, damit ihr eine Info kriegt, wenn ich ein Video hochlade. Alles klar, bis dann. Tschüss.